Hallöchen, und ich würde mal sagen, wir gehen auf zur Landezone und verpissen uns hier aus New Helgan und aus diesen Slums. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie wir nach unten kommen. Er zeigt mir nur nach unten an, okay. Und hier wackelt alles ganz schön. Ich habe ja nicht mal eine Waffe draußen. Soll denn das ja klappen? Komme ich denn hier raus? Geht wieder das Gesuche los, Alter. Da habe ich ja Bock drauf. Oh. Ey, hört mal auf mit der Scheiße. Aber ich bin scheinbar auf dem richtigen Weg. Wow. Alter. Okay, weiter geht's. Ja, das ist ja hier einmal drumrum und dann sind wir unten. Hier muss ich scheinbar schauen. Boah. Na, Gott sei Dank ist das vor mir runtergefallen und nicht währenddessen ich drauf bin. Alter. Hier drüber. Schön über die Rohre. Das ist safe. Müssen wir noch kurz ducken. Ich sehe es schon kommen, ja. Ich fall gleich runter. Besonders hier so einen dünnen Part. Was, bleiben Sie sofort? Nein! Lassen Sie mich in Ruhe! Alter, lauf, lauf, lauf! Müssen wir jetzt rennen? Oh fuck, Alter. Au! Au, 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 au! Au! Lauf, 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 Junge! Wo muss lang? Rechts. Go! Oh, das ist ja Chaos hier. Chaos pur. Hol doch einfach mal dein scheiß Sturmgewehr irgendwie raus, oder hat er das verloren? Wo ist die Drohne? Alter, verpiss dich! Oh fuck, das ist so ein Schiff! Renn doch mal! Wieso kann ich nicht rennen? Ich werde noch sterben. Die orten Feinde? Die schießen schon längst auf mich. Willst du mich veralbern, Junge? Sinclair, was ist mit dir los? Oh shit. Die landen ja auch noch. Ich bin eingekesselt, Sir. Ich komme nicht weg. Hier lang? Weißt, was das heißt, Soldat? Ich war schon mal hier, Sir. Wir haben jetzt gefangen? Lassen dich kein zweites Mal entkommen, Lucas. Was soll ich jetzt machen? Ich werde dich nicht im Stich lassen. Verstanden? Man muss wissen, wann man verloren hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die nehme ich gefangen. Lass mich in Ruhe. Die Schweine. Ich dachte, ich entkomme jetzt hier. Ich will nicht hier bleiben. Das ist alles so dunkel. Und alle tragen Masken. Wir haben ihren Kontakt. Widerstand ist zwecklos. Oh. Der Kampf ist sinnlos. Er hat uns alles erzählt. Ich habe alles erzählt? Die Helgas! Hector lässt sie im Stich. Es ist machtlos. Es ist unterlegen. Alter. Boah. Vector ist niemals unterlegen, du Spotze. Denken Sie nochmal in Ruhe über Ihr Verhalten nach. Ich hoffe, sie helfen uns, wenn ich wiederkomme. Verpiss dich, du Spinner. Nicht nett. Auch ein cooler Effekt. Und das Blut sieht auch gut aus. Nett gemacht. Jetzt kippen wir erstmal weg, oder was? Lady. Uns bleibt nicht viel Zeit. Und wie? Ich werde Ihnen nichts tun. Okay. Der Angriff auf Vector hatte nichts mit uns zu tun. Ich will es beenden und keinen neuen Krieg. Sagen Sie mir, mit wem arbeitet Tyron? Keine Ahnung. Meine Fesseln. Fordern Sie mich lieber nicht heraus. Wer ist es? Stahl. Johann Stahl. Stahl. Er ist auf Helgan. Massar ist bei ihm. Sie baut ihm eine Waffe. Vectana. Mischlinge. Alle sterben. Ihr auch.
erwartest Befehle und ich erwarte, dass du sie befolgst. Wie konntest du? Was Massa auf dem Schiff getan hat, war abscheulich. Sie verdient eine Strafe. Ich töte sie selbst, wenn es sein muss. Bitte, erspar mir dein Gejammer. Du sprichst über Dinge, die du nicht verstehst. Was hat Stahl dir versprochen? Macht? Er versprach uns eine Heimat. Das Überleben unseres Volkes. Wenigstens können wir aus einer Position der Stärke verhandeln. Was wir immer wollten. Wie es uns zusteht. Nein, so nicht. Hast du das Blut vergessen, das in meinen Adern fließt? Du zweifelst an mir? Man wird mich töten, egal gegen wen es geht. Schweig sofort! Mutter, bitte, ich... Nenn mich nicht so! Erstmal schön gebitch-slappt. Stell keine Forderungen! Wachen! Ich lasse dich fortbringen. In Sicherheit. Warte! Nein! Mutter, bitte! Tu das nicht! Schon kurios, dass wir einmal eine Rasse waren. Und heute sind sie der Feind. I shouldn't feel anything. Warum labert ihr jetzt Englisch? Was ist mit dir los und dann so leise? Was flüsterst du denn, hä? Sagst du dann Deutsch? Lasst ihn am Leben. Natürlich, lasst mich am Leben. Ach nö, komm, verpiss dich mit dem scheiß Ding. Was soll denn die Kacke? Die Agentin. Marshall, hören Sie mich? Wachen Sie auf. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich? Sie wurden verlegt. Sinclair, ich muss ihn warnen. Nein, dafür bleibt keine Zeit. Folgen Sie meinen Anweisungen. Ich werde Sie hier rausbringen. Keine Sorge, ich beschütze Sie. Wir haben eine Chance, Sie rauszubringen. Und zwar jetzt. Wo sind Sie? In der Nähe. Hören Sie, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Sie müssen tun, was ich sage. Okay. Oh, danke. Halt! Den Sprung schaffen Sie niemals. Stimmt. Geben Sie mir etwas, die Lagersteuerung zu hacken. So, und jetzt los. Klettern Sie über die Container. Dafür müssen Sie im Lauf springen. Okay. Boah! Zieht hoch, Junge. Da runter, okay. Alter, das müssen wir fliehen. Zieh dich hoch! Der verreckt hier mir gleich noch. Oh ja, nur so ein Stück oder was? Spring! Da ist eine Wache. Ich brauche denn seine Waffe. Was gibt's hier? Nichts. Toll, jetzt dürfen wir hier fliehen. Ich deaktiviere die Kameras auf Ihrem Weg. Gehen Sie einfach immer weiter. Ich kann Sie nicht lange ausschalten. Und was mit dem hier? Okay, wir gehen einfach mal weiter. Das sind bloß Wartungsdrohnen. Ah, cool. Ein Glück, dass Sie noch leben. Nice. Sie wussten, was Sie tun. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ich passe schon auf, wo ich hintrete. Keine Angst. Oder? Da. Boah, was ist das denn bitte? Sie sind nicht der Einzige, der hier rauskommen will, Marshall. Das hier unten ist eine andere Welt. Hören Sie die Schreie? Die Flüchtlinge, die Weg da hinausgeworfen hat, sind selbstverständlich. Ich hab hier echt Angst, einfach runterzufallen. Schaffen wir den Sprung? Ich hoffe doch. Halt fest, Junge! Oh. Die Animation ist so ein bisschen hakelig. Da denkst du jedes Mal, du verreckst jetzt und fällst einfach ins Nichts. Okay, hier geht's weiter. Halt. Mach die Kamera aus. Gut. Rechts. Gehen Sie links. Da ist es sicher. Okay. Wer ist denn das, der mir da hilft? Gehen Sie hier rechts. Hier rechts, okay. Woher, wie sieht denn der mich? Halt. Da kommt eine Patrouille. Okay, ich halte. Sich in dem Container. In welchem denn? Ach, da. Okay, ich renne. Kann ich zumachen? Okay, gut.
Oh, wie so Sachen. Jetzt los. So haben sie keine Chance gegen die. Soll ich dem nach? Zone 6 sicher. Gehen weiter zu Zone 4. Ende. Ich hasse so Missionen komplett ohne Waffe, wo man halt echt schleichen muss. Und wenn es dann. Okay, ich geh. Sie machen das gut, Marshall. Und dann, wenn mal was passiert, dann kannst du dich halt einfach nicht wehren, weil du nichts hast. Muss ich jetzt wieder raus? Oh fuck, oh, der guckt. Das ist ihre Chance. Das ist meine Chance? Ah, okay. Achso, seinen Weg zu gehen. Sie müssen klettern. Okay, gut. Mach ich. Eine Drohne. Ich finde die Teile voll geil. Richtig nice. Hier runter? Schätze schon, oder? Wo muss ich denn lang, Junge? Sag mir was. Lass mich hier nicht dumm sterben. Wir laufen einfach hier weiter, oder? Wäre schön, wenn ich wüsste, wo es lang geht. Na echt? Das kann ich nur schwer glauben. Ausmachen. Sehr gut. Ich kann Ihren Funkverkehr abhören. Es klappt nur zeitweise, aber ich schicke, was ich kann. Weißt du noch, der Gefangenenaustausch? Der Shadow Marshal, den wir getauscht haben. Ich hatte an dem Tag Wache. Das heißt, Sigma hat die letzte Nacht aufgegriffen. Hat einen Unterschlupf der Black Hand angegriffen und Black Gold Tyrant getötet. Oh. Was passiert, wenn man mentalische Terroristen freilässt? Oh shit, die kommen. Ich sehe sein Ziellicht. Machen Sie kein Geräusch. Wo muss ich denn hin? Oh, da liegt irgendwas. Ich muss wahrscheinlich hier weiter, oder? Wir gucken kurz, was das ist und dann hauen wir ab hier. Dossier. Hier müssen wir lang. Lauf. War gar nicht so schlecht, dass er uns mitbekommen hat. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ach, jetzt. Klettern, okay. Komm, gib mir mehr Informationen, Junge. Ich will hier raus. Marshall, ich komme zu Ihnen. Der Bereich ist viel zu heiß. Okay, ich schalte den Funk aus. Halt! Nein! Wo muss ich hin? Ja, sind echt Sie mal. Da? Fuck it, Alter. Wo soll ich denn hier hin? Es ist einfach weg, der Wichser. Wunderschön sieht's aus. Eine Drohne, oder wie das Ding hieß da? Wartungsroboter. Achtung, an alle Wachen! Wir haben Rotalarm in Sektor 7. Vielleicht ein Flüchtling. Ich sehe es schon, die erwischen mich jetzt gleich, oder? Komm hier nicht lebend raus. Das schafft niemand. Ach, laub mich da nicht dicht. Du kennst mich da gar nicht. So. Oh oh. Oh shit. Hände hoch. Oh. Ach krass, wir kriegen Hilfe von der? Danke. Sie verweigern wohl gern Befehle. Was hast du von der dicke Knarre? Zeig mal her. Und gib mir mal eine von denen hier. Benutzt man sie, egal wer. Los, weiter. Wenn sie hier geile bleiben, Knarre. Sind sie tot. Dicke Sniper. Ja, darf ich jetzt hier was mitnehmen davon? Eine Ausgangssperre. Wir Na gut, ich fliehe einfach mit ihr. Es wird nicht lange dauern, bis sie herausfinden, was passiert ist. Wir müssen möglichst weit weg, bevor sie das tun. Wir können den alten Schmugglerpfad benutzen. Oh. Nicht schlecht. Alter. Das weibliche Charaktermodell in dem Spiel ist echt gut. Aber wir sind freiwild und die werden alles auf uns jagen. Und rauf. Okay. Kommst du mit?
lässt mich hier nicht alleine, oder? Ne, gut, die kommen mit. Sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst. Schon krass gemacht, oder? Alter, ohne Mist. Sieht gut aus. Kennen Sie ihn? Ich habe früh gelernt, diese Frage nicht zu stellen. Ich weiß, wer ich bin, Callum. Ich schäme mich nicht. Alles, was zählt, ist mein Volk. Sie könnten ihm helfen. Auch Visari könnte das. Sie scheint mehr am Krieg interessiert zu sein. Das macht Visari nur, weil sie denkt, dass sie keine Wahl hat. Bei einem Angriff gibt sie nicht nach. Wieso sollte sie? Sie kämpft für ihr Volk, für ihre Heimat. Das ist alles, was wir haben. Überzeugen Sie Ihr Volk abzuwarten. Das darf nicht passieren, Kellen. Nicht nochmal. Unschuldige werden dafür mit dem Leben bezahlt. Okay. Hauptsache, wir kommen hier erstmal raus. Ob nun deswegen Krieg ausbricht oder nicht. Erstmal will ich hier raus. Ich bin aus dem Gefängnis geflohen. Erreicht. Okay, ist hier irgendwo unsere Landezone? Dass Sinclair uns rausfliegen kann oder wie läuft das jetzt? Verschwenden wir keine Zeit. Bringen wir sie hier raus. Jawohl. Ich folge dir. Ich habe sie ins ComSec-Netzwerk gehackt. So können sie Automaten hacken und Ziele anweisen. Aha. Markieren Sie doch mal das Gitter, dann sehen wir, ob es klappt. Was für ein Gitter? Was denn für ein Gitter? Das da? Und dann? Wir sind online. Wenn Sie Feuerschutz brauchen, markieren Sie ein Ziel und überlassen mir den Rest. Ah, crazy shit. Oh. Testen wir das Hacken. Versuchen Sie es an dieser Spinnenmine. Und wie jetzt? Was soll ich jetzt machen? Achso, ich soll gar nicht hier hoch. Los, die Spinnenmine hacken. Jawohl. Wie läuft das? Schicken Sie sie zur Türsteuerung und zünden Sie. Alles klar. Na, darf ich jetzt mal? Ah, jetzt darf ich. Ach, krass. Überladen. Setzen Sie sie ein, wenn Sie müssen. Reicht das? Ich meine, wir waren jetzt ein bisschen unter dem Schalter. Hat das gereicht? Ich denke schon, oder? Ja, okay, wir sind da. Okay, hacken Sie noch ein. Nehmen Sie das Fenster. Schicken Sie sie zur anderen Seite der Tür. Drücken Sie L1, während Sie das Fadenskreuz auf das Ziel richten. Ach so. Ah, jetzt bin ich langsam dahinter gekommen. Okay, gut, gut, gut. So, wir müssen jetzt hier irgendwo durch so eine Öffnung durch. Durch die hier. Und jetzt müssen wir hier irgendwas hacken. Ach, das Ding hier. Ja, ist doch easy, oder? Boom. Sesam, öffne dich. Wo bist denn du? Mädel! Scheiße. Achso, da ist er schon. Einfach mal durch die Tür geportet oder was? Ah, danke. Die werden Sie brauchen. Ja, auf jeden brauche ich sowas. Ja, mit dem Ding. Sie wissen, warum wir das tun. Natürlich, jetzt gibt das Ding her. Sinclair traut Ihnen. Er ist der, den Sie überzeugen müssen. Die VSA kontrolliert alles. Vector wird tun, was er sagt. Wieso vertrauen Sie mir? Das tue ich nicht. Doch Sie wollen, dass Ihr Volk lebt. Darauf baue ich. Gehen Sie zur Mauer. Ich gebe Ihnen von oben Deckung. Sie geben mir Ziele. Ich gebe dir Ziele. Und wie ich das mache? Alter, der hat auch so einen Stealth-Cloak zu... Anzug an. Richtig geil. Erklären Sie alles, was Ihnen im Weg ist. Wir müssen zum Sicherheitszentrum 37. Auf mein Zeichen, dann kommen wir hier durch. Na, jetzt habe ich wieder meine Drohne hier dabei. Ah, okay. Na, dann schalten wir den hier direkt aus. Ziel in Sicht. Schauen wir mal kurz zu. Bam. Down ist er, der Kollege. Da sind welche, da sind welche. Wo muss ich jetzt gerade am hin? Nach davon. Okay. Scheiße, sind übelst viele.
Dort ist noch einer. Ich glaube, ich muss erstmal irgendwie einen Weg nach da drüben finden. Was wären wir jetzt am besten mal? Hier lang machen. Wir scannen nochmal kurz. Der da. Lass mal den jetzt erstmal ausschalten. Ach, können wir nicht, solange kein Sichtkontakt ist, können wir den nicht ausschalten lassen, okay. Auf jeden Fall. Markiere. Ausschalten, ausschalten, ausschalten! Bevor die anderen Typen da kommen. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann schalt mal den hinteren aus. Erledigen Sie ihn. Ich mach den hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles läuft nach Plan. Alles läuft nach Plan. Krieg ich's. Ah, jetzt kann ich sogar ein Sturmgewehr mitnehmen. Na, nice. Aber wir bleiben erstmal bei der Pistole, weil die ja schallgedämpft ist. Was? Oh, fuck. Alter, shit. Drei Leute auf einem Haufen. Zwei gehen ja klar. Aber drei? Wie soll ich das machen? Könnt ihr nicht mal irgendwie Patrouille laufen, Leute, hier? Macht mal eine Runde. Drei Leute kriege ich nicht weg. Kann die nicht irgendwie versuchen, mit einem Schuss beide zu erwischen? Also zwei von den dreien? Oh, jetzt laufen die, oder? Nee, doch nicht. Können wir das ja eigentlich hacken? Ja. Oder wir gucken mal. Nee, okay, gut. Können wir nicht. Ah, wir können hier so ein Ding benutzen. Okay. Und was dann? Können wir das Ding hier ausschalten? Wo ist denn das? Hä? Boah, erstmal hier klarkommen, wo man hier gerade ist. Habe ich mich selbst erwischt. Aber das ist erstmal egal. Ups. Ich wollte eigentlich das Ding jetzt hier ausschalten. Hat irgendwie nicht geklappt. Toll, jetzt sitzen hier drei auf einem Haufen. Das wird dann niemals was. Na komm, wir müssen es probieren, sonst kommen wir hier nie weiter. Okay, dann schalt mal. Guck mal, das ist sehr beweglich, aber leichtes Ziel und das sind zwei schwere. Und dann schalten wir den schweren aus hier. Erledigen Sie. Den nehme ich mir, sobald er reagiert. Nimm mal den hier. Nimm irgendeinen von den Typen da und mach die platt. Oh fuck. Adrenalin. Oh fuck it, Alter. Ach shit. Wie es auf immer alle kommen. Okay, das muss ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen taktisch erklären. Alles, was mir im Weg ist. Als erstes erstmal den, der wieder. What? Wie denn das schon wieder? Ach, du Kacke. Ich gebe nicht kampflos auf. Oh, shit. Nein, ich sterbe schon wieder. Okay, ich lasse mich jetzt mal töten. Das war dumm. Hier, killt mich mal. Gut. Das ist ja schon wieder sowas, was ich überhaupt nicht mag. Aber das wird jetzt schon klappen. Jetzt der Versuch, der wird's jetzt. So. Naja, Sicherheitszentrum, bla bla bla. Achtung! Gemäß Sicherheitsprotokoll 669. Die Stadtwalter Ausgangssperre ist aktiv. Bei Verstößen droht sofortige Verhaftung. Verlassen Sie umgehend die Straße. Nochmal kurz durchlaufen. Markiert. Bereich sicher. Okay. Das Ding, da kann ich hacken. Da können sie auf jeden Fall den Alarm nicht anmachen, wenn ich das dann starte. Oh, was ist denn das da? Was kann ich denn da machen?
Den ausschalten. Sie ziehen die Brücke ein. Sie müssen rüber. Ja, entspann dich mal. Ich mach das schon. Hau mal über den da weg. Ziel angewiesen. Sehr gut. Wir gucken mal kurz, was das da ist. Und dann nehmen wir auch erstmal noch schön sein Gewehr mit. Scheiße, das sind schon wieder die drei. Was haben wir denn hier? Ah, okay, Adrenalin. Nice. Hilft uns jetzt nicht auf Anhieb weiter, aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal was. Erstmal Knarre aufheben. So, mitgenommen. Okay, das ist sogar diesmal der bessere. Der hier muss auf jeden Fall erstmal ausgeschaltet werden, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade mit der Patrouille ist, die hier umherläuft. Ich habe jetzt gerade ohne Mist so ein bisschen Schiss. Aber ich würde mal sagen, weil es gerade relativ spannend ist, machen wir hier mal einen übelst geilen Cliffhanger. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye, Leute. Und ciao.